Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen spannenden Folge Pokémon Smaragd, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen und danke fürs Reinschalten und natürlich auch fürs fleißige Bewerten der so glorreichen letzten Folge. Wie ihr schon am Rahmen sehen könnt, ich habe das Team wieder etwas abgeändert und zwar habe ich den Hütti dabei. Und habe den Hütti auch auf die gleiche Stufe trainiert, wie der Tom vorab war. Tom musste jetzt leider Gottes weichen. Einfach aufgrund dessen, dass ein Gekabo bzw. jetzt Reptane, ich habe ihn trainiert, das hat sich auf Level 16 zu Reptane weiterentwickelt, das Gekabo. Und Gekabo mit einer Laubkling-Attacke ist einfach wirklich richtig geil. Und es hat auf Level 29, das zeige ich euch mal eben kurz, die Laubklinge erlernt. Und das ist schon richtig, richtig nice. Und die müssen wir halt einfach mitnehmen. Das hilft nichts. Es ist halt so. Es hat noch, ich habe ihm noch Zerschneider beigebracht, einfach aufgrund dessen, dass ich sowieso ein Pokémon brauche, was Zerschneider kann. Und da ist, glaube ich, ja, Gekabo bzw. der Hütti die beste Wahl dafür. Hatte ich auch damals in meinen privaten Durchläufen immer so, dass Reptane bzw. Gekabo bzw. Gewaltro dann später Zerschneider gelernt hat bei mir. Ansonsten kann es aktuell Verfolgung und Ruckzuck geben und hat wie gesagt auf Level 29 die Laubklinge erlernt, die halt nochmal von der Stärkewirkung her 15 stärker ist vom Insgesamtwert als Rasierblatt von Tom zum Beispiel. Und das ist halt einfach wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich werde dann höchstwahrscheinlich mit Reptane gehen, beziehungsweise mit dem Hütti. Und mal schauen, wir werden aber am Team bestimmt noch das ein oder andere mal abändern. Man weiß ja auch nie, stirbt mal ein Pokémon, wir müssen es auswechseln oder so. Also Tom ist ja einer meiner treuesten Zuschauer, falls du das siehst. Du hast ja schon ein paar Mal in die Kommentare geschrieben, dass du es verstehen könntest, wenn du ausgewechselt werden würdest. Ja, in dem Falle, Gekabo ist halt einfach ein richtig guter, ja, Win fürs Team und mit Laubklinge als richtig starke Pflanzenattacke sowieso nochmal. Und aus dem Grund musste ich das jetzt einfach so machen. Jan habe ich noch ein Level trainiert und ansonsten sind wir so, wie wir sind und gehen da definitiv weiter und sprechen jetzt hier erstmal mit den zwei, naja, den zwei Interviewern, beziehungsweise dem Fernsehteam, was natürlich wieder einen Kampf gegen uns möchte, damit es uns im Nachhinein interviewen kann. Übrigens cool, wie die immer andere Pokémon haben. Interessant. Damit die uns interviewen können natürlich, um uns dann wieder schön im Fernsehen auszustrahlen. Ich denke, das ist ganz, ganz interessant. So, wir gehen mal auf Felsgrab bei Janma und gehen mal auf die Drachengut bei Damhioplex. Ich denke, das sollte passen. Felsgrab geht daneben, das ist natürlich ärgerlich, aber nicht so wild. Janma schützt sich auch noch selbst, das ist kacke. Das ist natürlich blöd. Okay, dann nochmal Felsgrab und wir gehen auf die Windhose bei Janma. In der Hoffnung, dass das jetzt diesmal ausreichen wird. Ey, die Attacke geht wieder. Also, Felsgrab ist ja wirklich mega nice. Also wirklich mega nice. Geht gefühlt nur daneben. Hat nichts gebracht. Also, Tai hat nicht einen Angriff rausbekommen. Auch gut. Nicht einen Angriff. Ja, ja. Der Kampf war... Wo sind denn Gefühle? Ich möchte meine Gefühle ausdrücken und möchte sagen, dass ich frustriert bin. Ich bin frustriert, gegen euch zu kämpfen, weil ihr so schlecht seid. Danke. Okay, gut, weiter geht's. Übrigens, der Kollege hier hat mir eine Profi-Angel geschenkt. Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. So, nächster Kampf bitte. Azuril wird von Angler Albrecht. Da ist natürlich Tai nicht so die beste Wahl. Aber da können wir gleich mal unser Hütti 2.0 bzw. unser Reptane einsetzen. Das Gute. Und dann seht euch mal die Laubkling-Animation an. Ach, das ist eine meiner absoluten Lieblingsattacken. Die sieht in den späteren Versionen noch so viel geiler aus. Laubkling ist so eine geile Attacke. So geil. Komm, wir bleiben einfach drin. Wir bleiben einfach drin und gehen wieder auf die Laubklinge. Das macht nicht so viel... Oh, das macht ja... Oh, shit, das ist ja ein Gift-Pokémon. Das, ist ungünstig.
Ich lasse mal die Tai nochmal ran. Ist nicht sehr effektiv, dafür hat es aber doch ganz schön Schaden gemacht. Ey, Tai kriegt nicht eine Attacke raus. Das geht alles... Schon wieder? Das geht alles daneben. Was denn los? Tai hat nur Attacken, die daneben gehen. Das ist echt... Das ist ja Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Nur Attacken, welche daneben gehen. Oh! Hi, Iris. Ich bin's, Troy. Wir haben uns in der Höhle in der Nähe von Fauster Hafen getroffen. Hast du seitdem viele Pokémon gesehen? In dieser großen Welt gibt es viele verschiedene Arten von Pokémon. Wenn du nur deine Lieblings-Pokémon aufziehst, ist das völlig in Ordnung. Aber vielleicht findest du es ja auch spannender, unterschiedliche Pokémon aufzuziehen. Was denkst du als Trainer darüber? Okay, das geht mich eigentlich gar nichts an. Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut, hau rein. Tschüss, Troy. Du alte treue Seele, du, ne? So, erstmal schön hier mit Reptane zerschneiden. Und dann sammeln wir die Zitrobeeren ein, ne? Die können wir nämlich gebrauchen. So, jetzt war meine Frage, war hier oben eigentlich noch was? Nö. Naja, dann kämpfen wir gleich gegen den Trainer mal noch, ne? Wir wollen ja nicht so sein. Eine Herausforderung vom Vogelfänger Vitali, Tengulist. Tengulist ist, glaub, kein... Ist Tengulist ein Pflanzen-Pokémon? Ich bin mir da gerade... Ich glaube, ja, Kampfpflanze, oder? Kann das sein? Ich werde einfach mal auf die Claudi wechseln und werde mal... Claudi muss auch dringend irgendwie mal Feuerfeger oder irgendwas anderes lernen. Feuerattacken technisch. Als nächstes kommt Nachtara. Nachtara ist ein Unlicht-Pokémon. Was war denn gegen Unlicht gleich nochmal effektiv? Ich sag auch in jedem Let's Play von Pokémon, ich muss mal die Effektivitäten lernen. Und was mache ich? Natürlich nicht die Effektivitäten lernen. Nachtara Unlicht. Was setzt man da mal am besten ein, ne? Ich mach mal eben Folgendes. Ich google hier mal ganz kurz Effektivitäten Pokémon. Hole mir quasi meinen Telefonjoker. Und gucke einfach mal Unlicht. Was dagegen... sehr effektiv ist. Käfer. Käfer, Fee und Kampf. Kampf auch. Ah, okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Das mit Käfer wusste ich. Aber Kampf wusste ich tatsächlich nicht mehr. Nice, okay. Gut. Da kommt der Jan auch mal zum Einsatz. Ich glaube, mit Jan haben wir auch ein gutes Kampf-Pokémon, muss ich mal ehrlicherweise gestehen. Okay, so. Gehen wir erst noch weiter hier rechts. Oh, da ist ein Pokéball. Da ist ein Pokéball. Hypertrank, das ist geil. Wir können ja hier, glaube ich, kein Pokémon... Ach doch, Route 123 dürfen wir ein Pokémon fangen. Aber wir holen natürlich erst noch den Trainerkampf hier. Lashoking, okay, auch cool. So, Vogel-Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen. Sie sind die besten. Ja, ja, nur leider hast du keinen... Oh doch, du hast tatsächlich sogar einen Vogel. Also, ein Vogel-Pokémon. Ein Vogel hast du vielleicht auch, aber du hast auch einen Vogel-Pokémon. Wie dem auch sei, ist ja völlig wurscht. Gut, das ist Flugwasser, was schlecht ist, wenn es Aquaknarre kann. Und es kann natürlich Aquaknarre. Das macht schon ein bisschen Schaden. Die Tai ist zwar schon ein Tanky-Pokémon, also die kann mal so eine Aquaknarre ab. Aber auch das tut so einer Tai schon mal weh. Muss man einfach so sagen. Hier gibt's Schillock! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Schillock! Wie krass das auch wäre, ey. Zum Glurak fände ich auch noch nice. Warum könnte man hier eigentlich hinlaufen? Hier ist doch nichts. Gut, dann holen wir uns den Doppelkampf, würde ich sagen. Wir schicken einfach mal... Wobei, wir schicken... Ne, komm, wir schicken mal Jan... Jan und Hütti. Wir schicken mal Jan und Hütti rein. Let's... Nein! Warum dreht er sich nicht um? Dieser dumme Kauz. Jetzt darf ich gegen die alleine kämpfen. Natürlich kommt Kikli. Ist klar. Ist das dumm. Dann gehe ich doch wieder auf die Tai. Was? Was?
Das war jetzt natürlich sehr blöd. Oh Gott, wie dumm! Oh Gott, wie dumm! Wieso gehe ich denn da auf den... Ach, wieso gehe ich denn da auf Teich? Da ist doch gegen... Ach, ich hatte wieder nur den Gesteinstypen im Blick und dachte mir, yo... Ja, das war einfach ziemlich blöd. Ach, ist das dumm. Das ist so dumm. Das war so dumm von mir gespielt. Ich könnte mich schon wieder selbst in den Arsch speisen. Warum gehe ich da auf Tai? Die Gesteinsattacke macht schon keinen Sinn, wo ich jetzt drauf hinaus wollte, weil das überhaupt nicht effektiv ist gegen Kampf. Oh Gott, ist das dumm. Ach Gott, ist das dumm. Ach. Es ist wirklich so dumm. Es ist so dumm. Es ist so ärgerlich und so dumm zugleich. Ach Mann, ey. Ja, komm, Laubklinge, vernichte es bitte einfach. Es vernichtet nicht mal. Ja, klar. Viermal Duplex Hieb, willst du mich ver... Oh, oh. Oh, oh. Jetzt machen wir mal... Jetzt wollen wir hier mal nicht übersinnig spielen. Oh, ey, nein, das Metall ärgert mich so. Bin ich doof. Jetzt fängt es ja auch noch an mit Regnen. Das passt zu meiner Stimmung. Nein! Oh, ich dachte, du sprichst einfach nur mit mir. Ich will nicht kämpfen. Ach, Mann, ey. Ja, immerhin ist für dir die perfekte Wahl gegen Krabi. Ach, Mann, ey. Das ist so blöd. Es ist so blöd. Ich werde mal übrigens jetzt hier einen Trank einsetzen. Das ist mir gerade einfach sehr, sehr unsicher, was hier passiert. Ach, das mit Tai ist so ärgerlich. Das ist wirklich so ärgerlich. Das ärgert mich schon richtig heftig. Das triggert mich schon richtig hart. Ja, okay. Das Maskeregen. Ich vergesse auch immer, was die für Pokémon für Typen haben. Das ist überhaupt nicht effektiv. Okay. Maskeregen ist aber ein starkes Pokémon. Claudia erreicht immerhin Level 33, was sehr, sehr schön ist. Aber wir gehen jetzt erstmal Bären sammeln. Wir reagieren uns ab und gehen erstmal Bären sammeln. Ich sammle jetzt hier erstmal alle Bären, die wir kriegen können. Um meinen Kummer in Bären zu tränken. Ich muss meinen Kummer verstecken in dieser Beere. Sag mal, die Beere sieht aber, also dieser Baum sieht aber auch sehr, sehr komisch aus, oder? Ich meine, guckt euch das mal an, wie ein Lolli sieht das nicht aus. Also, ein Schlinge wäre jetzt Böses dabei, denkt. Aber so ganz koscher sieht das nicht aus. Nein, ich möchte keine Beere pflanzen. Ich bin deprimiert. Ich habe Tai verloren. Das war so ein dummes Missplay von mir. Da könnte ich schon wieder am besten alles ausmachen. Und mir so denken, yo, wie dumm bist du eigentlich? Sehr dumm anscheinend. Sehr, sehr dumm. So, was bist du hier für einer? Ja, Bärenmeister. Der schenkt mir jetzt Tomatenbeeren. Und Himbeeren. Nein, ich will nicht mit dir sprechen. Tschüss. Ich will keine zwei. Abbruch. Ja, ja. Hau ab. Och, Mann. Die gute Tai. Die Arme. Wie konnte ich ihr das antun? Hyperball. Ja, nice. Immerhin. Jetzt kann ich hier nicht mal ein Pokémon fangen, weil ja kein... Oh, wie dumm. Dann machen wir halt den Doppelkampf noch. Stolle ist...
So ein Pokémon hätten wir auch haben können. Och Mann, ey. Es ist so bitter. Es ist so bitter. Na klar. Schick einfach ein anderes Pokémon rein. Ach Mann, ey. Es ist wirklich richtig bitter. Ich weiß gar nicht, wie oft ich bitter in dieser Folge sage, aber es nervt mich. Ich weiß auch gar nicht, was ich da für ein Pokémon jetzt reinnehme stattdessen. Das ist so wirklich zum Haare raufen gerade. Ich nehme Quaxo. Mann, ich will nicht kämpfen. Oh doch, ich kämpfe, weil dann werde ich Level 34. Tschüss, Lashoking. What the hell? Das ist nicht mal ein One-Hit. Bei Level 36 entwickelt sich Reptane. Och Mann, ist das ärgerlich. Okay, wir müssen zurück in die City. Denn ich muss das Pokémon ja ersetzen. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, dann mach's mal gut, Tai. Dann mach's mal gut. Verdammte Hacke. Drei Pokémon sind uns flöten gegangen. Drei Stück. Tai kannte auch, oder konnte auch Zertrümmerer. Na, bitter. Bitter. Wir haben auch gar kein Gesteins-Pokémon mehr, oder? Wir haben jetzt nur noch... Wir könnten jetzt Dicta... Was ist denn Zubiris eigentlich vom Typ her? Unlicht und Geist. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Mit Nachtnebel, die Iris, die gute Iris. Also richtig safe. Ich könnte, ich glaube, ich nehme die Raffi mit. Gesteinboden. Ich nehme Raffi mit. Ja. 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 Die Raffi kommt ins Team. Die gute Raffi kommt ins Team und ist jetzt unser neues Mitglied, dadurch, dass ich die Tai auf wirklich tragische Art und Weise in den Tod geschickt habe. Das war wirklich definitiv meine Schuld. Ihr könnt das auch sehr, sehr gerne in die Kommentare reinschreiben, denn die Folge ist jetzt zu Ende. Ich danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video trotz des Todes von Tai gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtungen hochhalten. Kommentarsektion voll spammen mit euren netten Worten, aber auch mit euren bösen Worten, denn ihr könnt mich flamen, dass ich die Tai auf dem Gewissen habe. Es tut mir wirklich leid. Und natürlich könnt ihr trotzdem meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und in den nächsten Folgen weiter flamen könnt. Ich danke fürs Reinsehen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und Tschüssikowski. Ciao, ciao.